Jojo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen neuen Emote drin. Ihr seht es schon hier oben rechts, den Wellengang. Ist heute neu im Shop drin, den werde ich euch natürlich gleich zeigen. Fangen wir aber wie immer schnell auf der linken Seite an. Dort ist heute nichts ganz so Spannendes drin. Wir haben weiterhin heute diese Uhrzeitskins drin. Das ist einmal die Fyra und dann noch der Jäger. Beide für 1500 V-Bucks, beide mit ihrem Schild auf dem Rücken. Dazu gibt es dann noch die Hacke, nämlich die Streitaxt für 800 V-Bucks. Und noch den Gleiter, nämlich die Stoßszene für 500 V-Bucks. Genau, das ist erstmal das Set von gestern. Dann haben wir noch heute den Flytrap-Skin drin. Der war jetzt schon extrem lange nicht mehr da. Der war fast ein halbes Jahr nicht mehr im Shop drin und wurde auch damals nicht besonders häufig gekauft. Heißt also, es ist inzwischen schon ein relativ seltener Skin. Hat allerdings noch einen Grund, denn nicht nur sieht der Skin nicht besonders cool aus, er hat auch nicht mal einen Backpack. Also ein 2000 V-Bucks-Skin, 20 Euro für den Skin und dann gibt es nicht mal einen Backpack dazu. Das war schon eine ziemliche Enttäuschung, als der damals rauskam. Dass er nicht mehr ein Backpack hatte, das ist für einen 20-Euro-Skin schon echt schade. Deswegen haben sich den Skin auch kaum Leute gekauft, kann ich aber auch echt verstehen. Deswegen, ja, der ist heute wieder da. Ich würde jetzt ihn nicht unbedingt empfehlen. Klar, er wird jetzt relativ selten gespielt, aber hat halt wirklich auch einen Grund, warum der nicht so gern gespielt wird. Also würde ich ihn eher nicht empfehlen. Dazu gibt es auf jeden Fall noch die Hacke, nämlich die Rebenhacke für 800 V-Bucks. Und auch noch den Gleiter, den Venusflieger für 1200 V-Bucks. Eigentlich ganz coole Items, aber auch jetzt nichts so groß Besonderes, was ich jetzt hier wie besonders empfehlen würde. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Leute, wenn euch das Video hier gefällt, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann den Spitzanker für 1500 V-Bucks. Eine ziemlich teure Hacke, eine der ältesten Hacken in Fortnite überhaupt, hat diesen Sound. Und ja, ich würde sagen, wenn euch der Preis nicht jetzt hier abgeschreckt hat, dann ist es auf jeden Fall eine coole Hacke, aber es gibt auf jeden Fall preis-leistungsmäßig deutlich bessere Hacken. Dann haben wir noch den Chrome-Skin drin für 1200 V-Bucks. Die Idee finde ich immer noch ganz cool, aber das Outfit finde ich farblich einfach nicht so cool. Und dann haben wir schon das Highlight des heutigen Tages drin, nämlich den neuen Emote. Wellengang heißt der und kostet 500 V-Bucks und ich spiele euch direkt mal ab. Ja, also ich finde ihn okay. Für 500 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Also 5 Euro gehen dafür klar. Irgendwie erinnert er mich auch an eine Mischung aus mehreren Emotes. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche, aber irgendwie kommt er mir schon so ein bisschen bekannt vor. Die Musik ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Also werde ich mir den Emote jetzt auch mal holen. Allerdings, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn unbedingt empfehlen würde. Finde ihn ganz lustig, aber könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Auch hier diese Gamassen, die sie schneidet. Ey, what the fuck. Also ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare von einer Skala von 1 bis 10, wie gut ihr den neuen Emote hier findet. Also 1 ist das schlechteste. 10 ist das Beste. Bin ich mal gespannt, wie ihr den so findet. Und außerdem, Leute, sind wieder 14 Tage vom Creator-Programm vorbei. Also bitte schaut gerne mal nach heute, wenn ihr eine Runde Fortnite spielt, ob ihr noch meinen Creator-Code eingetragen habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, komplett kostenlos, könnt ihr hier einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Davon mache ich ja die ganzen Gewinnspiele, weil ich nutze das Creator-Programm ja, um euch was zurückzugeben. Also wenn ihr Bock habt immer auf Gewinnspiele und hier, dass ich die neuen Sachen verlose, wie zum Beispiel jetzt auch den neuen Emote, dann könnt ihr gerne Snoxy als Creator eintragen. Würde mich, wie gesagt, mega, mega unterstützen. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden, der mich da als Creator einträgt. Einfach nur Snoxy mein Kanal und ein kleines Ehrensinne dran. Ich blende es euch hier auch immer nochmal ein, wie ihr das genau schreiben müsst. Und ja, deswegen danke an jeden, der das Ganze macht. Dann machen wir weiter mit dem heutigen Fortnite-Shop. Dort haben wir nämlich erstmal noch die Battle Pass-Stufen drin. Das sind weiterhin 10 Stufen plus 500 XP für 600 V-Bucks. Spart man also auf jeden Fall was, wenn man die ja, hier zusammen als Pack kauft und nicht einzeln. Dann haben wir noch die Handzeichen drin. Ein Emote für 500 V-Bucks. Macht ein paar Handzeichen. Dann springt man runter. Explosion. Und am Ende noch diesen Loser Dance. Genau, ja, ganz lustiger Emote. 500 V-Bucks finde ich dafür noch okay. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann das Nachtlicht drin für 800 V-Bucks. Ja, vom Preis her auf jeden Fall ein ganz guter Skin. Also der ist schön aufwendig gemacht, gut gestaltet. Ob er euch jetzt, sag ich mal, geschmacklich gefällt, das muss jeder selber entscheiden. Ja, ich finde ihn auf jeden Fall ganz cool. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, solltet ihr auch jetzt noch unbedingt abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Ihr könnt auch jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also top oder flop. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Emote so findet, also von einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdet ihr ihm geben? Und ja, dann hören wir uns heute Abend wieder zum nächsten Stream. Ich werde ja wieder auch heute Abend zum neuen Shop reinstreamen. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal gerne heute Abend auf YouTube vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin habt auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Wir hören uns dann heute Abend. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss.